Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Stadionvlog hier auf meinem Kanal. Heute wieder Austro-Trikot an, heißt Austro-Wien Stadionvlog. Heute geht's zu Austro-Wien gegen Ilves Tampere aus Finnland in der Conference League, Quali für die Conference League. Hinspiel 1-2 verloren, heißt heute ist was aufzuholen, aber ich bin da ziemlich zuversichtlich mit den Fans in den Rücken, werden wir das sicher schaffen. Mein Tipp heute ein knackiges 2-0. Und wie ich sagen, lasst gerne ein Like und ein Abo da für mehr solche Stadionvlogs und dann viel Spaß mit dem Video. Der Wettercheck 14:30 Uhr. Krank heiß. Sonne, es scheint runter. Ja, das Match ist 20:30 Uhr, von daher wird es schon ein bisschen kühler sein, aber geiles Matchwetter. Mal so nebenbei, ich habe so Austria-Graffitis ausprobiert. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welches ihr davon am besten findet. Gestern ist es auch bekannt geworden, dass Dragovic zu Austria wechselt. Es war eh schon davor ein bisschen da in Kontakt und sowas, aber jetzt ist es offiziell Dragovic bei Austria. Richtig geil, wird heute noch nicht dabei sein. Erst gegen WRC oder so, habe ich gehört. Trotzdem ein kranker Transfer, kann unsere Abwehr wirklich stabilisieren. Die brauchen wir euch, denn unsere Abwehr in der letzten Zeit ist nicht gut. Wir haben 2 Tore gegen Tampere bekommen, 2-mal durch einen Abwehrfehler. Ja. Dragovic bei Austria. Ich muss auch gleich noch was sagen. Und zwar werde ich diese Saison nicht so viele Stadionvlogs über Austria machen. Wenn sie in den Europacup weiterkommen, da natürlich. Aber in der Liga bin ich auf die Ost gewechselt. Hat auch private Gründe, warum. Deswegen nur Vlogs von anderen Teams oder im Europacup von der Austria. Wir fahren jetzt Pferddöner. Einmal Kebab und Dürüm. Let's go. Das ist der geile Teil eines Döners, Digga. So geil. Jetzt Dürüm habe ich persönlich noch nicht gegessen, bin gespannt. Und hier ist mein Fazit. Döner fand ich wirklich sehr, sehr gut. Das Fleisch wie immer richtig geil. Und der Dürüm war ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe zwar die weniger Fleischmenge reingekommen, aber ja, sonst hat er nicht so gecatcht. Auch wenn er jetzt weiter viel Spaß mit dem Flug.
Es geht ins fucking Elfer schießen und mein Call, wir verlieren das. 100%, wir gewinnen das nie im Leben. Wer soll das schießen, Digga? Huskovic? Oh!
Elfer schief. Ja, das war der Stadion-Vlog. Wieder mal nicht in Europa. Eigentlich eh, wie man es schon die letzten Jahre kennt. Wir sind einfach nicht gut genug. Was ich aber dazu sagen will, Barry, Top-Transfer gewesen. War wirklich jetzt dann im ersten Match schon der Publikumsliebling. Und wie sagen, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann bis zum nächsten Vlog. Ciao, Leute.